ich bin Philipp und das hier ist Nerdtastisch und ich darf euch ganz herzlich zur 7. Folge Hero Discussion begrüßen. Heute geht es um meine Top 5 Momente in Guardians of the Galaxy Volume 2. Die werden arrogante Arschgeigen. Aber das stimmt ja gar nicht. Alter. Was? Ich hab doch gezwinkert. Und wer zum Teufel bist du? Ich bin dein Dad, Peter. Pünktlich zum DVD-Erscheinen kommt heute nun auch meine Review zu Guardians of the Galaxy Volume 2, beziehungsweise werde ich euch 5 Momente vorstellen, die ich ganz besonders cool fand. Fangen wir an und natürlich, wie immer, Achtung, Spoiler-Alarm! Moment Nummer 1. Zeitreisen. Wer dachte, dass das Marvel Cinematic Universe parallel zu unserer Zeit spielt, der wird mit Guardians 2 enttäuscht. Der Film beginnt 1980 in Missouri. Dort sehen wir die glücklichen Eltern von Star-Lord, nämlich Meredith Quill und Ego. Ego zeigt Meredith eine Pflanze, die er hinter einer Raststelle gepflanzt hat. Danach gibt es einen Zeitsprung von 34 Jahren. Wir befinden uns bei den Guardians of the Galaxy mitten im Weltall, die zusammen gegen Ebalus kämpfen. Untermalt wird dies mit einem süßen Baby-Groot-Tanz, der sehr an das Intro aus dem ersten Teil erinnert. Kommen wir zum verzwickten Teil. Wenn man nun auf die 1980 die 34 Jahre drauf rechnet, kommen wir bei dem Jahr 2014 raus. Das gleiche Jahr, in dem auch der erste Teil spielt. Ich habe Regisseur James Gunn per Twitter gefragt, ob dies wirklich gewollt ist oder nicht nur ein Filmfehler bzw. ein Rechenfehler ist. Jedoch bekam ich schnell die Bestätigung, dass dies geplant sei. James Gunn äußerte sich leider nicht dazu, ob diese Zeitlinie auch eine wichtige Rolle für die Zukunft spielen soll. Zum Marvel Cinematic Universe und seiner verwirrenden Timeline kommt auch nochmal vor Infinity War ein Video raus. Moment Nummer 2. Ego, der lebende Planet. In den Comics ist Jason von Spartax der Vater von Peter Quill. Im Film übernimmt diese Rolle Ego, der eine menschliche Form annehmen kann. Um das Ganze noch komplizierter zu machen, äußerte sich Ego dazu, dass er ein Celestial sei. Diese uralten Wesen sind im Comic-Universum für die Erschaffung zahlreicher Wesen verantwortlich. Im Filmuniversum werden sie wohl noch eine größere Rolle einnehmen. So konnten wir den ersten Celestial im ersten Teil der Guardians sehen. Und dazu kommt noch, dass uns in Thor Ragnarök auch ein paar Celestial-Stories auflauern. Mehr dazu aber im Oktober. Moment Nummer 3. Egos Plan. Ego erzählt Peter, wie sehr er seine Mutter liebte, wie oft er zur Erde reiste, um sie zu treffen. Leider kann Egos menschliche Form nicht lange überleben. Er funktioniert in etwa wie eine Batterie, die aufgeladen werden muss. Aus diesem Grund pflanzt er auf sämtlichen Planeten kleine Energiepflanzen, die sich ausbreiten und die Planeten umschlingt, damit er überall sein kann. Da dies aber eine Menge Energie erfordert, reist Ego durch die gesamte Galaxie, um Nachfolger zu zeugen. Ja, ihr habt richtig gehört. Star-Lord hat eine ganze Menge kleiner Alien-Geschwister. Und als wäre das nicht schon genug, es war Ego, der Peters Mutter den Tumor einpflanzte, weil er sie so sehr liebte und sich nicht davon ablenken lassen wollte. Hattet ihr in dieser Szene auch schlucken müssen? Ich ja. Peter hat darauf so emotional reagiert, wie wahrscheinlich alle von uns. No, no, alright. I know that sounds bad. Moment Nummer 4. Yondu ist tot. Nachdem Rocket Yondu das letzte Jetpack und den letzten Raumanzug gab, war mir irgendwie klar, einer wird sterben. Es hat mich sehr getroffen, als Yondu Peter den Anzug überreicht und dieser krampfhaft versucht, ihn wieder loszuwerden, um Yondu mitzuretten. Mit den Worten, Ego war vielleicht dein Erzeuger, aber er war nicht dein Vater, verabschiedet sich Yondu. Und als wäre das noch nicht traurig genug, sehen wir, wie er später eingeäschert wird und sämtliche Ravager kommen, um ihm die letzte Ehre zu erweisen. Kraglin, Yondus rechte Hand und guter Freund, ist so gerührt, dass er einen Freudenschrei ausstößt, der mir nochmal den Rest gegeben hat. Moment Nummer 5, After-Credit-Scenes. Tja, passend zu Nummer 5 waren es auch gleich 5 After-Credit-Scenes, die uns James Gunn mit Guardians of the Galaxy Volume 2 brachte. Egal ob Kraglin, der Yondus Platz annimmt, die ursprünglichen Guardians of the Galaxy, Adam Warlock, Teenage Groot
und Stan Lee bei den Watchern. Im Detail habe ich auch nochmal jede einzelne Szene besprochen. Wer sich das also anschauen möchte, kann hier oben gerne mal vorbeischauen. Im Fazit kann ich sagen, Guardians of the Galaxy Volume 2 war ein grandioser Film, der versucht hat, an den ersten Teil ranzukommen, hat es meiner Meinung nach leider nicht geschafft, doch es gab eine Menge Plot, die mich sehr überrascht hat und auch sehr positiv überrascht hat. Was ich auf jeden Fall noch hervorheben möchte, ist das bunte Farbspiel und natürlich der Soundtrack, der mich schon im ersten Teil überzeugt hat. Der einzig negative Kritikpunkt, den ich hier nochmal äußern möchte, sind diese ganzen Peniswitze im Film. Zweideutige Sachen sind am Rande erwähnt natürlich immer sehr amüsant. Doch ich finde, hier könnte man bereits einen Counter einführen für jeden sexuellen Witz, der in diesem Film gemacht wurde. Und wenn ihr jetzt durch die Filme Bock bekommen habt, die Comics zu lesen, wisst aber nicht, wo ihr anfangen sollt, kann ich euch Guardians of the Galaxy Krieger des Alls empfehlen. Das ist eine Fairtrade umfassende Serie, die den Grundstein für die Filme bildet. Man kann auch sehr viele Details in den Comic wiedererkennen, die man bereits im Film gesehen hat. So, und nun zur Endcard. So, das war's mit der heutigen Folge Hero Discussion. Wie fandet ihr Guardians of the Galaxy Volume 2 und was hat euch am meisten gefreut bzw. am meisten geärgert? Schreibt mir eure Meinung unten in die Kommentare. Das nächste Review dreht sich um Spider-Man Homecoming, doch bis dahin ist bestimmt noch reichlich Zeit, um über viele andere Themen zu sprechen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt einen Daumen rauf. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann schreibt mir in die Kommentare, was ich verbessern kann. Auf jeden Fall interessiert mich, wie euch das neue Layout meiner Videos gefällt. Und ansonsten hoffe ich, ich darf euch bald wieder begrüßen hier bei Hero Discussion. The sky, there ain't a cloud in sight. It stopped raining, everybody's in a play. And don't you know, it's a beautiful new day. Hey.